Das Klepperle. Vergangene Zeiten. Kilometer, 730 Höhenmeter. Eine Runde Heimatkunde. Pressen, da macht er mit. Und dann ist gut. Und durchs andere Teil, wie ohne Haus, wie das Haus wiederum. Ich weiß gar nicht, ob der da überhaupt lebt. Die Hohenstaufenbahn, eine Reise in die Geschichte der ehemaligen Bahnverbindung zwischen Köppingen und Schwäbisch Gmünd. Ich weiß, davon gibt es schon zwei Filme von mir. Abonnenten wissen das auch und dir empfehle ich eines. Die Hohenstaufenbahn ist eine historische Bahnstrecke in Baden-Württemberg, Deutschland, die einst die Städte Göppingen und Schwäbisch Gmünd miteinander verband. Ursprünglich als Klepperle oder Josefle bekannt, ist diese Bahnverbindung eng mit der Entwicklung des Schienenverkehrs in der Region verknüpft. Aber zunächst besuchen wir die Stiftskirche in Faundau. Die hat auch eine Geschichte. Die ich in einem anderen Film... Okay, den dürft ihr selber suchen. Und unter tracktracks.de findet ihr ihn sicher. Die Anfänge der Hohenstaufenbahn reichen ins 19. Jahrhundert zurück, als der Ausbau des Eisenbahnnetzes in Deutschland in vollem Gange war. Ursprünglich von Schwäbisch Gmünd bis Hohenstaufen wurde sie gleich weitergebaut bis Göppingen. Somit war eine Verbindung zwischen Remstal und Vilstal geschaffen. Das zahlte sich aus. Bis zum Zweiten Weltkrieg nahm die Zahl der Züge stetig zu. Nach 1945 war die Hohenstaufenbahn die wichtigste Verbindung Richtung Aalen. Schließlich war alles andere von den eigenen Leuten gesprengt worden.
bis 1980 stiegen die Fahrgastzahlen stetig und die Fahrt dauerte nur noch 40 Minuten. Mit Halt an allen Stationen. Aber dann hat die Deutsche Bundesbahn die Strecke mit Gewalt gegen die Wand gewirtschaftet und 1982 stillgelegt. ...1990 wurde ein Fahrradweg daraus, der sehr beliebt wurde. In den letzten 30 Jahren ist der Radweg an einigen Stellen etwas heruntergekommen und wird nicht instand gesetzt. Stattdessen stellt man Schilder auf, die auf den schlechten Zustand hinweisen. Vielleicht ist das die Lösung, denn mittlerweile kursieren wieder Überlegungen, die ehemalige Bahnstrecke zu reaktivieren und über die ehemalige Voralpbahn durch Bad Boll zu erweitern bis Weilheim und weiter über die ehemalige Techbahn bis Kirchheim. Aber das ist eine andere Geschichte und ein anderer Film, den ich euch gerne da oben verlinke. Ihr wisst schon. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.